Hallo und herzlich willkommen zurück zu Alien Isolation. Ich habe vorhin noch groß gesagt, groß getönt, ich überlege es mir noch, ob ich weiterspiele und jetzt sitze ich und denke mir, du musst diese Geister besiegen, sonst werden sie sich für immer verfolgen. Ich bin wieder hier, in meinem Revier. Haben wir gerade krass gerockt, ja. Hat zwar ein bisschen wehgetan, dazu zu schauen, wahrscheinlich. Ich bin froh, dass du noch dabei bist. ja, und weiter geht's, würde ich sagen, einfach mit Besatzung ersetzbar. Wir haben gespielt Alien Isolation, haben wir zusammen schon durchgespielt. Letzte Überleben habe ich gerade gemacht. Und Besatzung ersetzbar. Entschuldigung, ich musste so in mir drin rülpsen. Vor Angst. Besatzung ersetzbar ist sozusagen die nächste kleine, das kleine Schmankerl. Wir fangen einfach mal an. Natürlich auf leicht. Weil ich hoffe, wenn uns das Alien erwischt, dass es uns sozusagen nur ein paar Blessuren hinterlässt. Weil für alles andere Leute, klar, es werden wieder Was es Leute auch dann für ein Biest sein mag. Also unterschreiben, gewaltig. dass Sie es denken, im es hat Dampf ihn in die ist. Luftschächte geschleppt? Es ist in einem der Kühlkanäle verschwunden. Ich bin davon überzeugt. Es bewegt sich durch die Luftschächte. Tja, ich würde sagen, das mit dem Luftschacht ist immerhin eine Chance. Er hat keine Abzweigung und führt direkt in die Hauptluftschleuse. Wer hat die Ehre? Cool, die ganze Besatzung aus dem ersten Teil. Ah, oh, ja. Boah, die sieht gut aus. Können wir Tasten bewegen? Geil, wir können jetzt mit den verschiedenen Charakteren. Okay, wir können entweder Ellen wählen. Wir können Dallas wählen. Und Parker. Vielleicht kann man das mehrmals machen. Wir machen natürlich Ellen, weil Ellen Ripley ist halt die coolste Sau unter der Was soll Sonne. ich tun? Ripley, Sie locken es in den Hauptschacht. Wir schließen es auf dem unteren Deck ein. Ash öffnet die Luftschleuse. Verschließen Sie die Wartungsschotte auf dem Weg hinter Parker, Lambert und mir. Also los, Leute. Kassetten. Ach so. Ganz viel Kaffee steht hier angefangen rum. Oh, das ist schön. Sammeln Sie Ausrüstung ein. Ich hoffe, da kommt noch nicht das. Hallo? Ist doch Ash, oder? Die hysterische Alte. Was ich vorhin übrigens in der Folge schon erwähnt hatte, war, dass ich ein bisschen Heuschnupfen vielleicht habe und deswegen ein bisschen zwischendurch die Nase schniefen muss. Aber auf jeden Fall bin ich nicht so krass drauf wie die Alte da. Matt Riegel, Matt Riegel. Das ist das Sofa, glaube ich, in dem der Synthet uns umbringen wollte. So, wo müssen wir. Ah ja, da müssen wir überall hin. Alles klar, dann fangen wir mal an. Das ist ja, glaube ich, kein Alien, ne? Wir haben auch keine Waffe. Sehr geil, dann können wir mal hier ein bisschen rushen. Das Schniefen nervt einfach total. Oder warte mal. Das ist so abgeschlossen, ne? Machen wir erst. Das machen wir. Oh, guck mal, da liegt auch noch Schrott. Schrot. Der Schrot mit 2 T. Was ich sagen wollte, es wird bestimmt der eine oder andere sagen, warum spielst du es so auf leicht? Und so voll keine Herausforderung. Da brauchst du keine Herausforderung im Leben. Nein! Brauche ich nicht. Momo ist auf der Oberfläche des Planetoiden gelandet, von dem aus das akustische Signal versendet wird. Dallas, Kane und Lambert treffen Vorbereitungen, sich dem Signal auf dem Fußweg zu nähern. Die Oberflächenstruktur besteht aus Basalt mit Spuren von Rhyolith und vermutlichen Lavaüberlagerungen. Atmosphäre, Stickstoff, ein bisschen Sauerstoff und eine hohe Konzentration an ungebundenem CO2. Druck liegt bei 10 hoch 4 Dünen pro Zentimeter. Ein üppiger Sturm, der da draußen tobt. Okay. Ah, Leuchtfackel hätte ich fast übersehen. Ich habe bestimmt schon ganz, sowieso ganz viel übersehen, klar. Ich hätte übrigens auch noch Bock.
meinen ganzen Thumbnails von den, was nicht, 50 Folgen oder sowas, Alien, die ich schon aufgenommen habe, alle nochmal zu ändern. Nein, eigentlich habe ich überhaupt gar keinen Bock, aber ich fände es cool, wenn sie geändert wären. Möchte das jemand machen vielleicht? Nein? Okay. Oh, 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 oh. Ripley, sicher, dass Sie alles haben, was Sie brauchen? Ach so, nein. Ach, da muss ich dann hin. Optional, sammeln Sie ein Medikit ein. Oh, Flammenwerfer. Oh, Gott sei Dank. Haben wir jetzt einen Flammenwerfer? Wir haben aber noch gar keinen Flammenwerfer. Geil, wir haben schon das Öl, aber wir haben noch keinen Flammenwerfer. Einen Textmarker würde ich auch gerne mitnehmen. Subkutane Impfpistole. Oh, cool, ein fertiges Medikit. Sammeln Sie ein Medikit ein. Aliens hüpfen hier und da und überall. Sammeln Sie eine Leuchtfackel ein. Habe ich das vorhin nicht gemacht? Ich war der Meinung, dass ja. Oh, das war nicht der Weg, den ich dachte, gegangen zu sein. Doch. In dem Hyperschlafkabinen-Ding, oder? Habe ich doch eine Leuchtfackel eingesammelt. Ich möchte Streber sein. Und ich möchte alles einsammeln. Abspielen. Warte. Nach da ganz da hinten soll die sein. Angeblich. In den Badeschlappen. Ah, da liegt noch... Boah, krass, wie blind ich bin, hey. Oh, ganz, ganz furchtbar ist das wirklich. Wo soll das hinführen? Ihr habt das nicht gesehen. Ich habe die vorhin schon eingesammelt. Das war jetzt nur noch so ein... Das war ein Grafikbug, den ich nochmal ablaufen musste. Ihr kennt die Geschichte ja schon. Ich will, dass das so bleibt wie jetzt hier. Eine Dose Bier. Schrecklich. Also in dem Sound halt, in der Qualität und in der Geschwindigkeit ist es schrecklich. Ah, was haben wir denn hier? Dick it, dish it, dirt it. Did he? Where are they now? La Fuanda reveals all. Okay. Ach ja, und schon... Oh, kann ich da vielleicht noch reingehen? Einfach mal so ein bisschen rumgucken. Boah, ich habe vorhin, ne, in dem letzten Überleben, da habe ich schon mega viel übersehen. Oh. Akustisches Signal von einem nahegelegenen Planetoiden. Hört sich nicht nach einem mir bekannten Funksignal an. Wie den zuhörenden Schlipsträgern bewusst ist, verlangen die Vorschriften der Firma, dass wir ihm nachgehen. Warum mussten die denn alle so rum? Muss ich der Crew Bescheid geben. Die wissen bereits, dass etwas nicht stimmt. Und alles Ende. Einsammeln. Nein! Ach so, das ist... Kann ich nicht jetzt irgendwie zum... Verschließen Sie Luke. Naja, 150 sollte für zweimal reichen. Erstens, warum husten die alle? Zweitens, wo ist Dallas jetzt hin? Da saß doch vorhin hier noch. Und drittens habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Verschließen Sie Luke. Luke. Verschließen Sie Luke Skywalker. Kann ich da auch langlaufen? Ja, könnte ich machen. Boah, ich fühle mich schon viel sicherer. Kann ich hier irgendwo auch speichern oder ist das auch so, nö, weißt du, in den DLCs haben wir so gespart. Weiß ich, die haben einfach da ein bisschen was dran geklebt, sozusagen. Deswegen ist das ja nicht, glaube ich, nicht extra Entwicklung. Kann ich da noch was holen? Ja. Nein. Deswegen ist das egal, wahrscheinlich, wie lange es geht. Hat einige Türen verriegelt. Sie müssen also Ausrüstung unterwegs aufsammeln. Mutter ist gerade leider nicht besonders hilfreich. War sie das jemals? Kann ich so einen Anzug haben? Also einen Sicherheitsanzug? Ich schließe die Luke hinter Ihnen. Luke. Ja, klar, komm. An welchem Punkt sind wir da? Lass mal kurz überlegen. Das ist doch... Welcher Punkt ist das? Da lebt Ash noch?
Da leben ja alle noch. Also ist da noch nicht so viel passiert, ne? In die Richtung. Soll ich mal hier abbiegen und mal gucken, was es hier kommt? What? Nein, gemütliche Runde, bitte. Gemütliche Runde. Einmal nur. Das gleiche gelöt. Nee. Muss ich aufpassen, dass ich es nicht aus Versehen anmache. Soll ich das schon rumrennen? Nee. Ah, ah, das ziehe ich nicht ein. Medikit kann ich keins bauen. Flammenwerfer. Und das andere. Läuft das hier rum schon? Are you fucking kidding me? Nee. Dann wäre ich böse. Ich kann mal wieder irgendwo nicht speichern. Class Buddy wieder in the house. Schnell Pause machen. Und schnell... Ist er in den Schacht rein? Ja, du kleine, doofe Kuh. Was muss ich jetzt machen? Sie sind in Sicherheit, was bist du? Und ich brauche schnell Mettriegel. Was? Ach, da muss ich noch was machen. Oh, kann ich hier nicht schon noch was einsammeln, bevor es hier losgeht? Mettriegel, Riegel. Was? Konnte ich da nicht gerade was benutzen? Da. Komponente B. Ach so, konnte ich was einsammeln. Was soll ich machen? Hallo? What do you want me to do? Was? Das verschließen die Luke 00B1. Wo denn? Ach, auf der anderen Seite. Alles rein in der Gerät. Guck mal, der ist ja der lustig. Guck mal, der kleine, der Sumo da. Und da ist auch noch was. Da ist auch noch Bindemittel. Oh, gehe ich jetzt da durch den Schacht? Ja, dann komme ich an einer doofen Stelle raus. Das heißt, ich muss jetzt hier erstmal raus. Speichern. Nö. Speichern ist nicht da. Ich glaube, es ist da links von mir. Mhm. Ich habe mich gerade dazu entschlossen, durch den Schacht zu gehen. Weil das Alien nämlich gerade hinter mir, vor mir durchläuft. So, jetzt komme ich da raus und dann laufe ich nach... Nehme ich den großen Umweg hier rum? Kann ich ja. Ich kann ja hier einfach herlaufen. Da und da, total verquer. Aber vielleicht ist das... Irritiert ist das Alien. Oder mich in erster Linie. Du sollst dich verpissen. Was? Ich hab's doch geflämmelt. Was ist das denn für eine Kacke? Muss ich das nochmal neu machen? Wo bin ich denn? Ach, weißt du was, ne? Muss ich jetzt da noch hoch oder? Ich bin schon unten, okay. Du gehst mir echt auf die Eier. Muss ich ein bisschen sagen. Jetzt kommt das Viech und macht die kaputt, oder mich? Sie sind in Sicherheit. Keine Panik. Es ist bald vorbei. Ich muss mich einfach konzentrieren, Leute. Es tut mir echt leid, aber das ist einfach hier kein Spiel mit Halligalli und Tralafitti. Mit Popcorn und Konfetti. Für euch vielleicht schon. Für mich nur leider gar nicht. Nachher vielleicht. Ich sollte mir meine, die eigenen Folgen nochmal angucken. Vielleicht ist das dann für mich auch mit Popcorn und so. Nur jetzt gerade im Moment muss ich sagen, nicht im Ansatz. Wo muss ich lang? Weiter geradeaus. Ich lasse mich auch nicht beirren. Schließen Sie alles. Dieser Plan ist verrückt. Eine Selbst.
Es ist der einzige Plan, den wir haben, Parker. Falls Sie einen besseren haben, ich bin ganz froh. Ich hätte deine Stimme gern von die Synchro von Ripley gehabt. Oh, eine Gitarre. Komponente B. Nee. Komponente B, nee. Und Schrott. Und wir haben aber die ganzen Geräusch-Bims-Bums da nicht. Und ist alles... Was haben wir jetzt? Achso. Achso, wir können das ja alles da reinballern. Da ist nichts drin. Haben die das geändert? Das... Hab ich die Gitarre umgeworfen? Ich glaube, es kommt. Nur so eine Vermutung. Wo muss ich denn hin? Jetzt, was, begeben sie sich zur Landeklemmenbucht. Also muss ich... Das ist alles so verzwickt und verzweigt. Und wenn die Musik so laut ist, höre ich das Alien nicht. Aber die Musik sagt im Prinzip... Bleib, wo du bist. Eve. Beweg dich nicht. Es ist rechts von mir. Ich muss jetzt hier raus. Weil einer muss die Welt ja retten. Also, ich muss jetzt hier raus und dann die nächste direkt wieder rechts. Hm, alles klar, okay, machen wir doch. Fuck you, Alter! Jetzt habe ich dich erwischt. Ha, hu, ha. Wo muss ich lang? Oh, Mann, die dreht sich auch mal so dödelig, ey. Da lang? Ich renne jetzt einfach so und dann... Manchmal ist es aber schon angesickt,